So, heute. Zu mir wurde gesagt, ich soll öfters mal bei Jeanette vorbeigucken. Und bei mir in der eigenen Wohnung. Warum, weiß ich nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, ich soll da mal vorbeischauen. Da stand das Taxi da vorher schon. Ich gehe erstmal in die Wohnung. Hallo, Pinkler. Da hinten steht jetzt jemand. Sonst hätte ich von dir getrunken. Obwohl ich nicht weiß, ob das so hygienisch ist. Ja. Wir haben gefrühstückt, zu Abend gegessen. Ich weiß nicht, ob jetzt spät Nacht ist oder früh morgen. Auf jeden Fall ist es noch dunkel. Sonst wären wir jetzt ja auch schon tot. Aber es könnte trotzdem früh morgens sein. Genau, das steht da, weil wir in der Galerie waren. Und die Bilder zerstört haben. Hätte ich nur nicht gedacht, dass sie da wirklich echte Polizisten einsetzt. Die Reese. Ich weiß doch, dass ihre Schwester dafür verantwortlich war. Willkommen zu Hause. Hauptsache das schöne Blümchen. Puste über dem Bett. Mit der Pizza können wir eh nichts mehr anfangen. Hope you've slipped into something comfortable. I know I Hey, ich habe have. eine Buchreife. If you're new to town or just new to this whole radio thing, you're listening to The Dead of Night. The only girl who will spend the night with you and leave first Moment. thing in the morning. Ich habe drei Blutkonserven, warum weiß ich das nicht? Das hat mir einiges erspart. Okay, jetzt habe ich sie. Checken wir mal den PC. Oder den ersten Brief. Bitte komm umgehend in mein Haus nach Downtown und besuch mich. Ich gebe dir dieses Mal dies als Wegweiser. Dunkles Blut, unser Fluch, etwas Licht, dies Gedicht. Große Macht, trotz deiner Jugend spüre ich. Wo die mystische Sonne brennt, finde mich. M. Strauss, Regent der Tremere. Was will denn ein Tremere jetzt von mir? Ich meine, Tremere sind cooler Clan, haben coole Fähigkeiten mit Blutmagie und dem ganzen Kram. Aber ich mag die Hierarchie nicht, die dahinter steckt. Das ist mir alles zu streng. E-Mail. Fünf und sechs sind neu. Eine Bitte. Moment. Von der Grand. Wir haben erfahren, dass eine Probe Werwolfblut in die Hand der Lokalpresse gelangt ist und zur Analyse in die Klinik von Santa Monica geschickt wurde. Um die Verantwortlichen haben wir uns gekümmert. Höchst schmerzvoll, keine Sorge. Sympath, nicht wahr? Doch aus offensichtlichen Gründen darf niemand die Probe testen. Holt sie zurück und wirft sie in deinen Briefkasten. Wir werden dich angemessen entlohnen. Okay, das heißt, wir müssen. Stimmt, wir wollten sowieso nochmal in die Blutbank. Mir wurde nämlich auch gesagt, ich soll doch mal versuchen, unten an den. Da, wo es zur Blutbank geht, den Kerl mit Wahnsinn abzulenken. Erster Zug, ein Freund. Der weiße König zieht, um seinen Bauern zu schützen. Aha. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Welcher weiße König? Die weiße Dame war ja Jeanette, ist Jeanette. Wer ist der weiße König? Gut, als nächstes geht es dann in die Blutbank. Vielleicht kommen wir jetzt auch schneller unten rein, da wir den Auftrag von Lacroix haben.
hier ist die Tür. Gut. Ein der Penner unten soll uns gefälligst reinlassen. Immerhin verstehen wir uns mit Jeanette und mit Lacroix. Und Lacroix ist immer noch der Prinz von diesem Bereich von der Stadt. Und der Prinz wird ihm ja wohl sagen können, lass sie rein. Ja, was hast du zu sagen? Wieder fix. Ich muss dieses blutige Festung betreten. Employees only. Them's the rules of the Queen Bitch herself. Ja. Now serving number 75. Number 75. Was willst du tun, wenn ich trotzdem reingehe? Hm? Ist dafür bloß niemand herumschwatzieren. Abgesehen von mir natürlich. Und ich mich bitte wieder in die. Danke. Third Person. Auch mal wieder zu. Danke. Okay, was machen wir mit dem? Trinken? Dann ist er zumindest ausgenockt. Und ich kann mich in Frieden da drin umsehen. Versuchen wir es mal. So. Brauch hiervon nichts, ne? Gott, hier gibt's nichts für mich. Es gab nur Blut für mich. Ist ja auch eine Blutbank. Also habe ich nur das getan, was hier getan werden sollte, nämlich Blut zu mir genommen. Kühlschränke. Wahrscheinlich ist da das Blut drin, hm? Okay, dann sag mir mal, was du hast. Temperatur. Nee. Ich glaube, die Temperatur zu verändern wäre nicht gerade intelligent. Warmes Blut ist nicht so geil, glaube ich. 1969. Aber jetzt sag mal, was man machen kann. Wieso ist der eine so viel wärmer als der Rest? Vielleicht soll uns das was sagen. Ich lagern die da irgendwas Spezielles drin. Kleiner Zwischenstopp, damit wir nicht entdeckt werden. Das wollte ich nicht. Steck die Waffe wieder ein, Mädchen. Ich glaube, das ist der Ausgang. Komm hier wieder raus? Raus will ich hier noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da rein will. Ich muss zu den Kühlschränken. Wo sind die denn?
Moment. Hier ist nichts Spezielles. 1969 war es, ne? War nur 1969, oder? Gut. Hi. Ich komme gleich wieder. Ich will nur gucken, ob ich das Blut hier woanders finde. Das sind wirklich nur Abstellräume. Gut. Was mich wundert, ist, wenn doch Jeanette und Therese eigentlich über die Blutbank sozusagen Herren sind. Warum ist dann das Problem, wenn sie die Blutprobe eines Werwolfs testen? Okay. Das ist bestimmt ganz normal, dass da jemand sitzt. Ach, klar, wahrscheinlich. Blutspender, sozusagen, Freiwillige. Oder auch weniger freiwillig. I need it. A drop of it on my tongue, sliding down my throat. Hot flash in my brain lighting up my body. I can smell it everywhere. Blood. Du bist doch ein Ghoul, schätze ich. Die Schöne und das Biest in ihr, okay. Let me go. It's painful. Like I'm going to die. It's calling. Never felt like this. Let me go. I can smell it. I have to have it. Okay, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich ist sie ein Ghoul. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sie ein Ghoul ist. Deren Herr ihr offenbar nicht schon länger nicht mehr sein Blut gegeben hat. Und das bekommt Ghoul natürlich nicht so gut. Sie wird wahrscheinlich sterben, schätze ich mal, wenn er nicht bald zurückkommt. Andererseits ist es jetzt gerade so, dass sie wahrscheinlich ziemlich durchdreht und damit die Maskerade brechen wird. Erstmal sagen, wer du bist. Und wer ist dein Erschaffer, also dein Meister? Wer bist du, kleines saugendes Blümlein? Ich kann sie doch so nicht befreien. Ich gehe doch durch. Anything. Let me go. Das ist echt dämlich. Ich will ihr helfen. Aber ha, es bricht die Maskerade, wenn sie hier durchdreht. Nee. Oder muss ich sie hier rausholen, damit ich hier durchkomme? Das wäre aber sehr dämlich. Let me go.
Kannst du mich hier nicht rauslassen? Let me go. Es ist mir jetzt unsicher. Wenn die hier Amok läuft. Andererseits, Moment, ist es vielleicht... Könnte es sein, dass sie... Wie war die rothaarig? Die Dimmblüterin vom Meer? Moment. Ein blutiges, schöne Bescherung. Lecor hat ihren eine E-Mail geschrieben, sie sollen eine Konserve Werwolfblut aus dem Krankenhaus holen. Das Rätsel des Regenten, dunkles Blut und so Flur. Dünnes Blut, sie haben Lillys Tagebuch gefunden. Um die Blutung einzubrechen. Mehr sagst du mir gerade nicht. War Lilly rothaarig? Habe ich noch ihr Bild? Na schön. Ist ja gut. Wehe, du drehst jetzt durch. You don't look well at all. Oh, sweet mother of God! Never been so satisfying. All of it. I drank until I heard his heart stop, and I was sucking on a dry, dead artery. It was euphoric. But I've killed him. I've never killed anyone before. What happened? What came over me? Das Biest, du Biest. Biest? What is that? Why couldn't I stop myself? Why did it feel so right? Hey, lass dir jetzt bloß nichts Dummes einfallen, ja? Das ist nicht richtig. I tried to steal some blood. I heard they sold it. I was hungry and I can't hunt in town. They caught me and I was trapped. Thought I'd never escape, but they killed a man. I have to get out of here. Bist du die schöne junge Blume? Flower? My name's Lily, if that's what you mean. Du bist die Blume desjenigen, der von F und G kommt. E? You know E? I... How do you know E? Du und er seid verbunden durch die Stränge des dünnen Blutes. Tried to tell E about his condition, but he was so furious at me for what I'd made him into, he wouldn't listen. A thin blood, from what I've been told, is a vampire whose blood is weaker than most. Webe weiter deine Geschichte. Rolf, my sire, told me some vampires consider thin bloods a bad omen and want them destroyed. Rolf wasn't a thin blood, and apparently I am. I don't know why. Rolf abandoned me. His group wouldn't take me in. They said I was a liability. He left me with so many questions, and I did the same thing to E, but I didn't want to leave E. He forced me out of his life. I should go. I have to get out of here. Maybe out of the city. Soon. Such deinen dünnblütigen Geliebten auf. He doesn't hate me anymore? Nein. Er vermisst deine dunkle Blüte. I'll go see him. Thank you. Das klingt ein bisschen pervers, aber egal. Der Pfad ist so trügerisch wie die Liebe. Oh, about tonight, what I did? Please, don't tell E. It's not my fault. I couldn't control it. I've never done anything like this before. I'm no killer. Na schön. Dieses Geheimnis wird mit uns beiden sterben. Lebe wohl.
Warum? Why'd you have to go and let that bitch out? There's one less bill in the world now. Why'd you have to let her go and eat him, huh? Now I'll never get to do in that bastard myself. Well, you know what? No blood for you. No more. Hattest du sowieso noch nie für mich? Es war gerade nur ein bisschen komisch, dass ich mich nicht steuern konnte. Das Blut einer kleinen Blume ist Blut, das ich nicht trinken kann. Ups, falsch. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Es ist nicht so, als wäre es mir zum Schade um dich. Auch wenn ich es wahrscheinlich Menschlichkeit verliere. Dass wir uns wieder treffen, lach weiter. Nein! Nein, er soll nicht weiter lachen, bis wir uns wieder treffen. Das wäre ja nur ein bisschen auffällig. Über den Preis des roten Nektars, den du mir gerade verkaufen wolltest. Denn die sind relativ günstig. Okay. Das heißt aber, ich hab jetzt hier keinen Stress mit irgendjemandem. Sicher? Ich brauche nämlich noch das Blut. Und ich weiß nicht, wo ich dieses Werwolfsblut. Warte. Vielleicht hier durch? Um an das Werwolfsblut zu kommen. Okay, ich muss jetzt doch nochmal speichern. Immerhin haben wir Fortschritt gemacht. So, wir brauchen das Werwolfsblut. Wo soll das sein? Eigentlich dachte ich halt wirklich in der Blutbank. Gehst du mal bitte runter vor dem... Nee, gut. Kann ich die öffnen? Theoretisch könnte ich sie öffnen. Okay, ist nichts. Hat sich ja gelohnt, das Schloss zu knacken. Waren wir hier nicht schon mal? Dieses Krankenhaus verwirrt mich sehr. Okay. Leichen. Abobogi. Keine Ahnung, was ich eigentlich suche. Abobogi, Crump, V, Shane Doe. Shane Doe klingt immer gut. Aber ich war hier doch ich hab das Gefühl, ich war hier schon. Opfer starb aus unbekannten Gründen. Hinweis, der Körper enthielt nur noch einen halben Liter Blut. Straftat vermutet.
Ich werde jetzt davon ausgehen, dass ich die Blutprobe in der Blutbank finde, aber ist irgendwie auch dämlich. Warum soll die Blutprobe in der Blutbank sein? In der Bank wird doch Blut nur aufbewahrt, oder? Was? Musste ich jetzt irgendwie in die Kühltruhe sperren? Warum hattest du Angst, dass es ausbricht wieder? Gibt es irgendwo vielleicht einen Code oder einen Schlüssel? Für die Leichenhalle. Nein? Offenbar nicht. Da ist noch der Aufzug. Muss ich jetzt wirklich das ganze Krankenhaus durchsuchen für diese eine blöde Werwolf-Blutprobe? Bei den Türen ist auch nervig, dass sie nur nach außen aufgehen. Bringt's was, wenn ich die Kartons hier irgendwie so ein bisschen rumräumen? Sieht jetzt nicht so aus auf den ersten Blick.